liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Neuer Tag, neues Glück, neues Mit. Tja, wär ich nicht der Gesandte Jesu, würde mir der liebe Jesus auch nicht immer so tolle Einfälle schicken. Heute versuche ich es mal auf der Schiene, der noch, und ich glaube, da gibt es noch ganz, 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 ganz viele Fußballbegeisterte hier im Bund, ja, auf der Schiene mal ein bisschen euch da so eine gewisse Aufweckuhr zu positionieren. Und da fiel mir ein, dass, ja, ich glaube, das ist dann 2020, die nächste Europameisterschaft ist. Und da habe ich euch jetzt ein paar Fragen dann eingeblendet zur Musik von Sabaton. Der Titel ist, glaube ich, Uprising oder Uprising. Ja, die könnt ihr euch mal beantworten. Und wie ihr das so seht, was ihr davon haltet, ob ich da so komplett verkehrt liege. Ich glaube nicht. Also jetzt viel Spaß. Guckt es euch an und macht euch nach Möglichkeit netterweise eure Gedanken. Yeah.
Und, wie sieht's aus? Zu viel versprochen, zu wenig versprochen? Seid ihr jetzt enttäuscht? Seid ihr desillusioniert? Seid ihr vielleicht aber auch begeistert? Seid ihr ein bisschen aufgewacht? Ich bring's ja auch immer so ein bisschen mit Satire, weil es ist ja alles wirklich so entsetzlich grausam und brutal und traurig. Vielleicht habe ich es da jetzt auch in dem einen oder anderen Punkt, in der einen oder anderen Frage, vielleicht auch ein bisschen überspitzt dargestellt. Dennoch, ich bin der absolut festen Überzeugung, so wie ich diese Entwicklungen jetzt so vorausschaue und vorausblicke, eine Fußball-Europameisterschaft wird es auf jeden Fall in der Form, wie ihr es jetzt seit vielen Jahren gekannt habt, nicht mehr geben, vielleicht auch überhaupt keine mehr, überhaupt keine Europameisterschaften, jetzt auch egal in welcher Sportart. Ich war ja früher auch sehr, sehr Fußballfanat, auch am Fernseher. Ich hatte auch fast alle Spiele immer versucht, die zu verfolgen. Ich gucke ja jetzt auch schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren nichts mehr an Fußball und so. Aber es gibt noch genug Fans und es gibt noch genug Leute, die das gucken. Vielleicht war das ein leichter Tritt wieder in euren Fußballarsch. In dem Sinne, Hauptkanal, Wake News Radio, Wake News TV. Ergänzungskanal, Schrumpfkopf TV, der Mensch Martin passt extremst gut auf euch auf. Tschüss! Meiner Meinung nach wären Sie dieser Abteilung am nützlichsten, wenn Sie mit mir Öffentlichkeitsarbeit leisten würden. Meinungen sind wie Arschlöcher. Jedermann hat eins.